Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe der Gender-Agenda oder der satanischen Musik-Agenda. Das könnt ihr euch aussuchen, denn das eine geht nicht ohne das andere. Denn Satan als Fürst der Lüfte ist in dieser Welt einfach tonangebend, so kann man das sagen, für die Musikindustrie. Denn laut Hesekiel 28,13 sind ihm die Musikinstrumente geweiht gewesen und vorgesehen gewesen. Das heißt, er ist derjenige, der sich am besten damit auskennt, denn er hat die längste Erfahrung damit. Und wer weiß das noch außer mir am besten? Das kann nur der Betreiber dieses Kanals, Jockler, Stunde der Wahrheit sein, der Jörg. Hallo Jörg. Ja, hallo Michael. Danke, dass wir noch einmal uns zusammensetzen für jetzt die 35. Lesung der satanischen Musikagenda und Genderagenda. Wie du sagst, das hängt zusammen. Und man sieht es ja auch bei Leuten wie Kiss. Ich meine, was soll man denn sonst für eine Schlussfolgerung daraus ziehen, wenn man sagt, ja, die haben lange Haare. Die tragen lange Gewänder, teilweise in der Musikszene, ja, was man früher als Kleid bezeichnete. Sie haben lange Haare, sie schminken sich. Ich meine, mal abgesehen jetzt von Kiss, die ja sich so stark schminken, dass sie eine Maske tragen, dass man ihr richtiges Gesicht gar nicht erkennen kann. Aber die meisten anderen, wenn sie irgendwo auftreten, schminken sich ja auch, wie auch Schauspieler. Und wer sich nun mal schminkt, der hat immer irgendetwas zu verbergen. Und wer was zu verbergen hat, ist nicht von Christus. So einfach ist das. Von daher kann das eigentlich alles nur satanisch schlecht und übel sein. Und dass das so ist, das wirst du uns jetzt in dieser kommenden Lesung weiter beweisen, wo ich mich freue, zuzuhören. Bitteschön. Ja, wir gehen jetzt weiter in dem Papier, was ich da vorbereitet habe, und zwar aus Seite 57. Immerhin, wir sind bei der Hälfte, juhu. Ich habe da einen Zeitungsausschnitt gefunden, der heißt Zeitsprung. Am 3.1.73, also 1973, also im letzten Jahrhundert, letzten Jahrtausend sogar, spielen die vier Schminkemonster von Kiss zum ersten Mal zusammen. Also Schminkemonster sind das, ne? So ungefähr so wie Augsburger Puppenkiste für Erwachsene oder so. Und der Jörg hatte ja auch schon so ein lustiges Bild gefunden zu unserer ersten Sendung über Kiss, wo ich ja gesagt habe, das sind so die Clowns, die satanischen Clown sozusagen. Clown ist ja immer etwas Negatives, weil eben irgendetwas vorgespielt wird. Das ist eben nicht die Wahrheit, sondern ist halt eine Maske. Gut. Und da schreibt jetzt hier der Autor folgendermaßen. Heute vor 45 Jahren, das ist halt schon ein paar Tage her, das ist mittlerweile 50 Jahre her fast, nee, 45, 46 Jahren, stellte sich ein 21-Jähriger namens Paul Daniel Freiley bei einer noch namenlosen New Yorker Krachkapelle vor. Also Krachkapelle finde ich herrlich, herrlich. Krachkapelle. Ich muss den Satz nochmal lesen, ich finde den so toll. Also heute vor 45 Jahren stellte sich ein 21-Jähriger namens Paul Daniel Freiley bei einer noch namenlosen New Yorker Krachkapelle vor. Ich finde das super. Entschuldigung, dafür, ich kann mich da nicht verhalten. Also Krachkapelle finde ich klasse. So. Keine drei Jahre später gehören die vier Musiker zu den größten Stars der 70er. Da nennt Paul Daniel sich bereits Ace Frehley. Die Band heißt Kiss. Paul Stanley und Gene Simmons, der heißt nämlich auch gar nicht Gene Simmons, also Gene, der heißt nämlich eigentlich auch anders, kommt auch später zu, haben von Anfang an große Pläne. Weil sie in ihrer Truppe Wicked Lester, Wicked ist verhext, Lester hat den Bezug zu einer gewissen Gitarrenmarke, also die verhexte Gitarre, da sind wir schon bei den Instrumenten, mit denen Satan operiert. Wicked ist schlecht und böse. Ja, und böse. Ist auch, ja, wicked und schlecht und böse und verhext und grausig und fürchterlich auf jeden Fall. Ist also auf jeden Fall, ja, ist also definitiv negativ. Und die negative, böse, böse Gitarre, die hat eben da für mich eine Bedeutung, dass sie eben auch für die dunkle Seite steht. Ansonsten wäre die ja gar nicht böse. Deswegen nenne ich sie einfach verhext. So. Nicht genug Potenzial sehen bei der alten Band, Wicked Lester, geben sie sogar einen Plattenvertrag auf, also den sie schon hatten, und fangen von vorne an. Sie gründen eine neue Band, schreiben härtere Songs und finden 1972 in Peter Criss ihren Schlagzeuger. Es fehlt nur noch ein Leadgitarrist, also derjenige, der wirklich die Melodie da klimpert. Ne? Also Leadgitarrist, Führergitarrist, also Führerspiel, und wir folgen rhythmisch. Muss ja vorsichtig sein hier. Im Dezember des Jahres schalten sie deshalb eine Anzeige in einer Zeitung namens The Village Voice, also die Dorfstimme, zu Deutsch. Lead-Gitarrist gesucht mit Blitz und Fähigkeiten. Das Album kommt bald raus. Keine Zeitverschwender bitte. Paul. Und ich musste so grinsen, als da draufsteht, Lead-Gitarrist wanted with Flash and Ability.
Also Flash ist Blitz, ne? Da kennt ihr vielleicht hier Flash Gordon, ne? Der zum Beispiel und solche ganzen Sachen. Und da gibt es auch Comicfiguren. Der heißt Flash, der rote Blitz. Es gab dann mal so ein Marvel-Comic und so. Flash hat noch eine andere Bedeutung. Und zwar in der Bibel steht das in, ja, Jörg, wo steht das? In Lukas, Kapitel 10, Vers 18. Jesus bezeugt, da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ja, und deswegen habe ich in der letzten Folge doch so amüsanterweise auf dieses Kostüm von Ace Rainey hingewiesen, was er da anhatte. Das war nämlich voll Blitzen, Blitze, 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 von oben bis nach unten. Ja, das war in dieser Folge, wo er diese komischen, ja, wie soll man sagen, diese komischen Frisuren da gesehen hat, ne, wo wir uns da über die langen, haarigen Menschen da hergemacht haben. Ne. Da ist nämlich auch ein Bild von Ace Frehley dabei gewesen, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere. Das müsste jetzt bald kommen, ja. Da sieht man auf dem Bild, da hat er doch so eine ganz lustige Verkleidung an und da sind ganz viele Blitze drauf. Und das hat eben Potzblitz eben damit zu tun. Und er ist derjenige, der eben Flashing Ability heißt. Und ich habe also gerade mal geguckt, ob es noch irgendein Slangwort gibt, was irgendwie diese Flashing Ability irgendwie darstellt. Ich habe jetzt keins gefunden. Wenn jemand eins findet, soll er das bitte nicht behalten, sondern das bitte mit uns teilen und uns dann irgendwie sagen, wenn wir da jetzt noch irgendetwas übersehen, dass es vielleicht noch irgendetwas anderes heißt, Flashing Ability. Ich habe auf jeden Fall jetzt so schnell nichts gefunden. Ne? Okay, also, so viel zu dieser Anzeige. Also, wir wissen, Paul und Gene sind also diejenigen, die da alles gegründet haben und die anderen beiden kamen dazu. An die 40 aufstrebenden Gitarrenhelden spielen in den kommenden Wochen in dem Loft in Manhattan vor, das die Band als Proberaum benutzt. Am 3.1.73 taucht dann Paul Daniel Freilich auf, freilich mit einem roten und einem orangefarbenen Tonschuh an den Füßen. Der Mann hat Geschmack. Die Legende nach stolpert er kurzerhand die Gitarre des Kandidaten vor ihm aus und spielt drauf los. Das stimmt nicht ganz. Bei dem anderen Musiker handelt es sich um Bob Kulick, der später, Jahre später klarstellt, dass er Ace wohl die Klampfe über den Kopf gezogen hätte. Lustigerweise taucht Kulick in der Folgezeit immer wieder im Kiss-Kontext auf. So spielt er etwa an Ace Stelle auf den Studio-Tracks von Alive 2 und auf der 78er-Soloplatte von Paul Stanley. Sein kleiner Bruder Bruce Kulick wird sogar fester Lead-Gitarrist von 1984 bis 1996. Ace selbst schildert die Situation bei der Audition, also bei dem Probespiel, bei der Anhörung etwas anders. Ich habe einfach Scalen geübt. Darauf meinte Gene zu mir, ich solle aufhören, weil es die anderen Gitarristen nervös machen würde. Die Sache mit den Tonschuhen stimmt allerdings. Ich war halt in Eile. Ne? Es gibt halt so die mehr, dass es da gewisse Leute gibt und gewisse Dinge gibt, die halt sehr in Eile sind, weil sie wissen, dass sie nur eine kurze Zeit haben. Das ist so ein kleiner Insider. Heute noch tauchen manche Fans auf Kiss-Conventions mit einem roten und einem orangefarbenen Tonschuh auf. Gene, Paul und Peter mögen von Ace Auftreten nicht begeistert sein, musikalisch scheint er aber etwas zu passen. Sie fordern Ace auf, also Ace hat er sich dann später genannt, sich eine ihrer eigenen Kompositionen anzuhören und dann einzusteigen. Der erste Song, den die vier Kiss-Originale zusammenspielen, heißt Use. Er erscheint im Folgejahr auf dem Debütalbum, gilt heute als Klassiker und steht seit Dekaden regelmäßig auf der Setliste. Eine Zusage bekommt Ace am 3.1.73 noch nicht. Zwei Wochen später muss er nochmal antreten und wird dann angeheuert. Und damit kommt eben dieses originale Kiss, originale Line-Up zusammen. Die vier Musiker erfinden ihr ikonisches Make-up, arbeiten hart an ihrer Show und spielen schon Ende 1973 im Januar den ersten Gig für eine Handvoll Leute, aber in voller Montur. Im Februar 1974 erscheint das erste Album. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Da seht ihr die originalen Verkleidungen von Kiss. So, Frosch im Hals ist weg, hoffe ich. Gut, das soweit dazu. So sahen die also dann erstmal schon mal aus. Also es hat sich ein bisschen verändert, Der Ace Frehley hatte dann später nicht mehr ein Pentagramm am linken Ohr. Und der Paul Stanley, da sieht man noch das richtige Pentagramm, das dann später nur noch so halbherzig ausgeführt wurde, warum auch immer. Da sieht man auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge. Und jetzt kriege ich jetzt hier wieder so ein völliges verzweifeltes, gequältes Lächeln, wenn ich diese Bilder da sehe. Wir haben damals, als wir jung waren, der Jörg und ich und auch viele andere von euch da draußen, wir haben die Leute für total ernste Musiker gehalten. Wir haben also echt gedacht, boah, das sind Erwachsene, die sind total brutal, die sind total hart und
die sind da absolut Vorbilder und boah, die können spielen und die sind laut und die sind cool und ja, okay, gut. So ändert man dann halt seine Meinung 40 Jahre später, wenn man halt dann irgendwann mal Fragen stellt und auch mal lernt, nicht mehr alles zu glauben, was einem erzählt wird und sich auch nicht mehr immer so manipulieren und indoktrinieren zu lassen, wie noch im Teenie-Alter. Im nächsten Bild haben wir den Paul Stanley in seinem Proberaum. Der Paul Stanley mag also besonders Rot, findet ja ganz klasse die Farbe, ihm ist nämlich öfter so kalt in seinem Make-up anscheinend. Auf jeden Fall steht er da und singt da gerade und hat da also auch recht bekannte JBL-Lautsprecher im Hintergrund. Das ist alles dann sehr, sehr modern irgendwo. Das ist also schon eine Sache, wo man sagen kann, ja, da fühlt sich auch ein Anton Sandor LaVey durchaus zu Hause, ne, mit den Kerzen, die da stehen. Wenn das Kerzen sind, links weiß ich gar nicht, ob das Becher sind. Aber auf jeden Fall mit diesem roten Ambiente, mit diesem Vorhang dahinter. Den hat er jetzt nicht geklaut von Alan Parsons, sondern das war schon früher. Das heißt, er kam auf die Idee mit dem Vorhang schon ein paar Jahre früher. Und er findet das also ganz toll mit so einem Ambiente, so einem Rotlichtmilieu. Ne? Rotlichtmilieu ist ja so die Sündenmeile, wenn er das also da so singt. Er kommt also auf Rot ganz besonders gut klar. Warum ist das so? Könnt ihr euch dann, glaube ich, auch denken. Im nächsten Bild verrät er auch schon mal ein bisschen mehr. Das ist dann so in der Maske, also beziehungsweise das ist da, bevor der die Maske anlegt oder wo er an dem Tag irgendwie gar keine Maske gefunden hat. Und so sieht er also eigentlich aus. Das Interessante finde ich immer, dass die Rockmusiker völlig unspektakulär aussehen. Die sehen eigentlich nie irgendwie hübsch aus. Also ich vergleiche mich jetzt überhaupt nicht mit denen. Ich bin also auch jetzt irgendwie gar kein hübscher Kerl oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht sich um den Punkt, wenn man sich wirklich mal die Rockmusiker mal mit Verstand anguckt, ja, dann muss man doch einfach zugestehen, wenn die keiner kennen würde und wenn die gar nicht Rockmusiker wären, ja, wer würde denn dann Mick Jagger interessant finden? Zum Beispiel. Ist für mich ein absolutes Anti-Beispiel irgendwo. Anti ist ja eh so ein Wort, was bei uns öfters kommt als negativ. Und ein Anti-Beispiel halt für einen wirklich sympathischen, distinguierten, seriösen Menschen ist für mich Mick Jagger, der Boss von den Rolling Stones. Ich meine, egal welches Bild wir da jetzt einblenden, von ihm oder von Keith Richards zum Beispiel, das, meine Meinung dazu. Paul Stanley hat jetzt nicht nur so ein tolles Bild da, sondern Paul Stanley hat jetzt auch auf dem Cover ganz oben noch so zwei ganz lustige Sterne, links und rechts, damit man auch ganz genau weiß, oh ja, das ist das Star Child, das ist der Star von dem Paul Stanley. Und der Star von dem Paul Stanley ist wahrscheinlich auch nur ihm zugefallen, deswegen ist er auch nur zufällig ein fünfzackiger Stern. Hätte natürlich auch ein achteckiger sein können, hätte dann eine andere Bedeutung. Nein, Paul Stanley hat gesagt, du, es reicht mir schon, dass ich die ganze Zeit mit so einem komischen Stern rumlaufen muss, dann mache ich da nur 5 Sterne drauf. Und vielleicht kennt er auch den Anton Chanalavey und hat gedacht, boah, sein Halsschmuck, den findet er aber richtig gut. Aber er wollte es nicht kopieren, hat gesagt, dann nehme ich das eben für mein Auge. Und dann nehme ich halt ein anderes Emblem für um Hals und so. Ne? Die sind ja dann durchaus ein bisschen eigen, die Leute. Ne? Also deswegen ist der Paul Stanley da auch ganz in Schwarz. Ne? So nicht Lady in Black, sondern halt Gentleman in Black irgendwo. Und deswegen kann man ihn da durchaus ernst nehmen, wenn er dann so sitzt mit seiner männlichen Frisur und seinem männlichen Outfit und seinen Sternchen da. Der Mann hat also auf jeden Fall irgendwo Stil. Welchen Stil er hat, ist halt fraglich, aber er hat halt einfach seinen Stil. Ihn begleiten die fünfzackigen Sterne sein ganzes Leben lang. Und dem hat er auch seinen Erfolg zu verdanken. Das ist definitiv meiner Meinung nach so. Ja, gehen wir weiter. Bei Paul Stanley gibt es eine Eigenart. Denn seine Mutter wurde in Berlin geboren, 1923. Ja, 1923 schon. Also seine Mutter ist zumindest gebürtige Deutsche, die heißt also Eva, ne? Das ist auch schon mal ganz passend für einen christlichen oder unchristlichen Musiker. Also wenn die Mutter Eva heißt, gut, sein Vater stammt aus Polen, also er ist eben überhaupt kein Amerikaner in dem Sinne, ne? Er ist halt einfach ein, ja, wie soll ich mal sagen, ein Flüchtlingskind, ne? Ein Refugee oder wie auch immer. 1933 ließen seine Großeltern und seine Mutter alles Hab und Gut zurück und flohen von Berlin nach Amsterdam. Das hat ihnen das Leben gerettet. Die Flucht ging weiter und schließlich landeten sie in New York, wo ich zur Welt kam. Also jetzt muss ich das eben revidieren. Er ist also dann doch Amerikaner, habe ich jetzt soweit gar nicht gelesen. Ich entschuldige mich dafür. Ich habe jetzt wirklich erst in 2 Zeilen nur gelesen. Also er ist letzten Endes auch von einer deutschen Mutter und einem polnischen Vater und ist in den USA geboren worden. Eben, das war seine Mutter, wurde in Deutschland geboren, nicht er. Ja, genau, so. Die Flucht ging weiter und schließlich landete in New York, wo ich zur Welt kam. Ich bin schon ein bisschen müde, wir haben jetzt 22:15 Uhr inzwischen. So, sorry dafür nochmal.
Stanley hat eine 2 Jahre ältere Schwester. Er besuchte die High School Music and Art und verdiente sich das Geld für Gitarrenstunden durch Taxifahren in New York. Gerne wäre er Anthropologe geworden, doch der Wunsch, Musik zu machen, war größer. Aufgrund einer Fehlbildung des Ohres ist Stanley seit seiner Geburt auf dem rechten Ohr taub. Er kann auf diesem Ohr nur über die Knochenleitung hören. Das ist natürlich jetzt für einen Musiker nicht so ganz optimal, wenn er halt nicht so ganz genau hört, was die anderen da um ihn herum spielen. Ne? Das finde ich jetzt ziemlich schade für ihn, wenn man halt so ein angeborenes Handicap hat. Also ich finde das wirklich schade. Ich meine das jetzt nicht irgendwie lächerlich. Ich finde das doch schon irgendwo schade. Und wenn man dann halt den Wunsch hat, Musiker zu werden, dann muss der Wunsch doch sehr, sehr groß sein, ne? Wenn man trotz dieses Handicaps dann halt dieses dann noch durchzieht. Aber er ist gar nicht so die interessante Führungspersönlichkeit. Die absolute Führungspersönlichkeit bei KISS ist und war Gene Simmons. Und Gene Simmons hat uns hier so ein Bild von seiner Webseite gezeigt. Ne? Ist das nicht schön? Ja, da sehen wir halt ein Drachen, würde ich sagen, ne? Ein Titan des Rockes. Titan ist das auch wieder aus der griechischen Mythologie. Ach, es ist halt immer dasselbe. Es sind halt immer irgendwelche Götter, die da verehrt werden, irgendwelche Sagenmythen und so weiter und so fort. Aber lesen wir mal einfach weiter. Die Ursprünge von KISS lassen sich zur New Yorker Rock'n'Roll-Band Wicked Lester zurückverfolgen, das wissen wir schon. Und 1972 lernten sich der Grundschullehrer, das ist er eigentlich, Gene Klein, alias Gene Simmons, und der Taxifahrer Stanley Eisen, alias Paul Stanley, kennen und entschieden sich, zusammen Musik zu machen. Zunächst übernahmen sie in eigenen Bands Backing Vocals, also Hintergrundgesang, bevor sie Wicked Lester gründeten. Simmons und Stanley baten die anderen Mitglieder, die Gruppe zu verlassen, nachdem Epic Records 1972 ein selbstproduziertes Album der Band angenommen hatte. So, jetzt muss ich mal rumhören. Seine Eltern stammen aus ungarisch-jüdischen Familien. Beide entkamen dem Holocaust. Da haben wir jetzt schon mal wieder so eine Referenz. Da musste wieder mal jemand flüchten. Ja? Und wanderten anschließend nach Palästina aus. Nachdem alle anderen Familienmitglieder in deutschen Konzentrationslagern ums Leben gekommen sind. Ja. Ich weiß, ich habe jetzt hier was über Dings, ich würde es gerne rausschneiden, aber ich habe mich jetzt gerade, musste gerade wirklich einen Frosch aus dem Hals rauben. Ich habe jetzt oben einen Artikel überlesen, ne? Ja, sehe ich gerade auch. Okay, also nochmal. Gene Simmons, geboren am 25. August 1949 in Haifa, Israel, als Chaim Witz, nach Immigration in die USA, Eugene Klein, Eugene, deswegen die Abkürzung Gene, G-E-N-E. Ist ein US-amerikanischer Musiker, Schauspieler, Musikproduzent, Autor, Unternehmer. Er ist Bassist der Hardrock-Band KISS und Miteigentümer der Arena-Football-Mannschaft LA KISS. Der Mann hat durchaus Erfolg, okay? Seine Eltern stammen aus ungarisch-jüdischen Familien. Beide entkamen dem Holocaust, habe ich schon gesagt. Und wanderten anschließend nach Palästina aus, nachdem alle anderen Familienmitglieder in deutschen Konzentrationslagern ums Leben gekommen waren. Das heißt, der Mensch hat ganz, ganz prägende Erinnerungen aus seiner Familie an den Zweiten Weltkrieg, an die ganzen Opfer, die da gemacht worden sind, und ist im Endeffekt ja in Haifa in Israel als israelischer Staatsbürger, sage ich mal so, zur Welt gekommen. Das muss man jetzt mal so erstmal im Hinterkopf behalten irgendwo. Ihr seht hier an dem Gruß, den er macht, ne, das ist dann halt I love you, bevor es I love you hieß, nämlich eigentlich ein Satanszeichen mal wiederum. Er hat's also damit, ne, also dunkle Sonnenbrille, schwarz gekleidet, die ganze Palette, ja, falsche Frisur und hast du nicht gesehen. Und nach der Scheidung seiner Eltern emigrierte seine Mutter 1955 mit ihm nach New York. Ne? Also er ist 1949 geboren und im Alter von 6 Jahren ist seine Mutter mit ihm nach New York gegangen. Dort nahm er den Geburtsnamen seiner Mutter Klein an und sein Vorname Chaim, der auf Hebräisch Leben bedeutet, sich in englischer Aussprache wie Shame, also Schande, anhörte, erhielt er offiziell den neuen Vornamen Eugene. Er sagt über seine Mutter, sie wurde mit 14 in ein Konzentrationslager der Nazis geschickt und überlebte, jedoch wurden alle anderen Mitglieder ihrer Familie ausgelöscht. Sie sah, wie ihre Mutter in die Gaskammer ging. Das ist das, was er sagt. Trotz dieser Tragödie ist sie eine positive Person, die das Gute in den Herzen der Menschen sieht. Wenn ich ihr Leben gelebt hätte, wäre ich nicht so versöhnlich. Es starben nicht alle Mitglieder ihrer Familie. Ihr Bruder Larry überlebte ebenfalls und sie heiratete dann den Zimmermann Ferenc Jehiel Witz. Also Witz, wie der Scherz, wirklich, das ist wirklich Witz. So verbrachte Gene Simmons seine frühe Kindheit in der israelischen Stadt Tirat Karmel in der Nähe von Haifa. Das ist
aus seiner eigenen Biografie. Ja? So, jetzt habe ich hier eine ganze Menge Biografie von ihm, die jetzt nicht so ganz wichtig ist. Aber es ist halt wichtig, dass wir wissen, er ist 6 Jahre in Israel aufgewachsen und seine Eltern haben also da die Verfolgung im Zweiten Weltkrieg mitgemacht und seine Eltern sind halt, oder seine ganze Familie ist da sehr stark betroffen. Das wird später noch ganz, ganz interessant und wichtig. Okay, so, da sehen wir jetzt hier ein Bild der Lester Wild Cherry Gitarre. Und wir haben ja schon gehört, dass die Ursprungsband, aus der Kiss hervorgegangen ist, Wicked Lester hieß, also böse Lester. Und diese Wild Cherry Gitarre, die ist eben eine wohl bekannte Gitarre, die heute beworben wird. Eine Gitarre mit vielen Sounds, und zwar The Edge, ich glaube, das ist von U2, weiß ich jetzt nicht ganz genau, der Gitarrist. Dann Thin Lizzy, dann Lenny Kravitz, dann Lynyrd Skynyrd, dann Steve Hackett von Genesis, Mark Bone von T-Rex und Ace Frehley von Kiss. Die haben also mit dieser Lester Wild Cherry Gitarre irgendwie gespielt. Und deswegen, meiner Meinung nach, hieß dann auch diese, auch unter Umständen dann halt diese Band irgendwie Wicked Lester, weil Lester ansonsten mit Wild oder Wicked dann irgendwie keinen Sinn ergibt. Ne? Also deswegen vermute ich halt einfach, dass Wicked Lester halt eine Reminiszenz war an eine Gitarrenform, die Kiss früher, bevor sie Kiss waren und auch bevor halt Ace Frehley da mit rumgemacht hat, dann auch schon mit einer Wild Lester oder mit einem Lester gespielt haben und Ace Frehley hat diese Gitarre da ja auch benutzt. Das ist jetzt eine Vermutung, die ich habe, weil ich ansonsten nicht wüsste, warum halt Wicked Lester heißt. Aber Wicked ist schon mal halt negativ. Das heißt, die fangen schon mal mit einem negativ besetzten Namen an. Die nennen sich ja jetzt irgendwie nicht so die vier Jungs von der Ecke nebenan oder die fünf Jungs auf dem Sofa, sondern die heißen ja direkt Wicked. Direkt schon negativ. Ne? Seit dieser Zeit nennt er sich Gene Simmons, also nicht Eugene Simmons, sondern Gene Simmons. Gene Simmons wird mal so in Englischen gesprochen, was er von der Schauspielerin Jean Simmons ableitet, was ja totaler Affront ist. Ne? Ein Typ, der sich total auf hart macht, als Dämon darstellt, ja, der leitet dann seinen Namen von der Schauspielerin Gene Simmons ab. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, glauben soll, glauben muss. Ich finde es halt einfach nur eine sehr, sehr amüsante Anekdote. Er hat in den 80er und 90er Jahren hat er sich der Schauspielerei gewidmet. Ich kenne sogar ein paar Filme von ihm. Das sind alles so B-Movies allerdings auch. Ein bekanntes, glaube ich, ist Lance stirbt niemals jung. Das mit Vanity zusammen als Hauptrolle. Vanity ist die damalige Freundin von Prince gewesen. Also Prince sollte man nur wirklich kennen, wenn man sich für Musik interessiert, zumindest aus den 80ern. 1988 gründet er sein eigenes Schallplattenlabel Simmons Records, auf dem er 4 Alben von 3 Bands veröffentlicht. Bevor er die Arbeit 1990 einstellt. Dann wurde er 2000 auch als Autor aktiv, hat also geschrieben. Seine Autobiografie, aus der ich eben zitiert habe, Kiss and Make-up, wird veröffentlicht. Und 2003 veröffentlichte er das Buch Sex, Money, Kiss. 2008 das Buch Ladies of the Night, A Historical and Personal Perspective on the Oldest Profession in the World. Und das heißt zu Deutsch, Die Damen der Nacht, eine historische und persönliche Perspektive der ältesten Berufes der Welt. Das heißt, der hat ein Buch über Prostitution geschrieben. Womit beschäftigt sich dieser Mensch eigentlich, außer Rockmusik und Prostitution? Also, als ich das gelesen habe, war ich ein bisschen platt, weil das Bild, was man von Gene Simmons hat, verdichtet sich immer mehr. Ne? Dämon, Handgesten, Rockmusik, Prostitution, erfolgreicher Plattenchef sozusagen, seine eigene Plattenfirma. Na? Gut, dann hat er gegründet ein Kleiderlabel Moneybag, also da geht es schon wieder um Geld. Dann hat er als Verleger die Zeitschrift Gene Simmons Tonk, also Gene Simmons Zunge, herausgegeben und eine Cartoonserie noch gegründet und Parfümserie und so weiter, die Reality-Fernsehserie geleitet und hast du nicht gesehen. Also der Mann ist totaler Rumwirbler, okay? So, er spricht neben Englisch auch Deutsch, Hebräisch und Ungarisch. Dann hat er eine Zeichentrickserie von Disney und das ist jetzt keine Auszeichnung, das ist eher ein Fluch, weil Disney eben nicht positiv besetzt ist, sondern eigentlich auch eine totale Freimaurerfirma ist. Die haben ja sogar einen eigenen Club 33 in ihrem Gefilde da und Magic Castle sollte ja, so ein magisches Schloss und alles sollte ja dann auch schon jemanden mal wachrütteln. Hat diese Zeichentrickfilmserie mein
Vater ist ein Rockstar produziert. Und die Idee zu dieser Serie stammt von Gene Simmons eben selber. Und die Hauptversion, die Hauptfigur, die Hauptperson, Person darf ich jetzt auch wieder nicht sagen, die Hauptfigur ist an ihn angelehnt. Im Jahr August 2008 erregte Simmons Aufmerksamkeit, als ein Sexvideo von ihm an die Öffentlichkeit gelangte, in dem er beim Geschlechtsverkehr mit einer unbekannten Frau zu sehen war. Also, wie sieht die Persönlichkeitsstruktur dieses Menschen aus? Im Juni 2011 wurde er als Persönlichkeit des Jahres in die Factual Entertainment Award Hall of Fame, die Halle des Ruhmes, die Ruhmeshalle, aufgenommen. Und das Forbes Magazine zeichnete ihn mit dem Lifetime Achievement Award aus. Also der Auszeichnung für sein Lebenswerk. Also nochmal. Er macht satanische Musik, er macht satanische Gesten. Er ist derjenige, der Bücher über Prostitution schreibt. Er ist derjenige, von dem Videos mit unbekannten Frauen ins Internet irgendwo gestellt werden. Er ist ein totales Enfant terrible, zu Deutsch ein schreckliches Kind. Und er wird dann ausgezeichnet als Persönlichkeit des Jahres und kriegt noch eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Sollte er nicht auch für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden? Echt jetzt? Ich weiß es nicht. Das war jetzt eine Scherzfrage. Ja, aber das ist echt, ist abstrus, ne? Ist echt völlig abstrus alles. Also, ja, aber Leute, ja. Mit so einer Geschichte, die kriegen ja solche Preise. Guck mal, der Obama war ein paar Tage im Amt, da hat er den Friedensnobelpreis gekriegt. Ja, deswegen finde ich das ja auch so schön, dass man solche Beispiele hier sehen kann. Ich meine, schaut euch das an, egal welche Gesten ihr seht, egal welche Verkleidung ihr seht von ihm, ihr wisst, mit wem was zu tun hat. Der Mann ist total Publicity geil, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, in den 70ern war er mit Cher und Diana Ross liiert. Also das sind absolute Showgrößen der 70er. Cher von Sonny und Cher. I Got You, Babe, kennt jeder. Oder If You Believe, Believe von Cher. Cher hat in den 80er, 90er noch Hits gehabt. Ja. Und ich denke nicht, dass wir von Cher anfangen sollten, die auch noch in unsere Sendung mit aufzunehmen. Dann nein, ist das eine endlose nicht, Serie. Nein, natürlich nicht. Aber nein, Diana Ross. Aber schau, du schreibst kurz davor, im August 2008 erregte er Aufmerksamkeit, als ein Sexvideo von ihm an die Öffentlichkeit gelangte. Mhm. Und danach bekommt er dann diese zwei großen Auszeichnungen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nicht wahr? Ja, vor allen Dingen steht da Geschlechtsverkehr mit einer unbekannten Frau. Ich müsste jetzt mal recherchieren, mit wem man da gerade verheiratet war oder zusammen war. Also, ja, auf jeden Fall war es nicht seine Frau, die auf dem Video zu sehen war. Nee, eben, ne? Also da sind wir ja schon wieder bei der Unzucht, ne? Die Bibel, ich wollte gerade sagen, die Bibel nennt das natürlich. Unzucht, ne? Genau. Fornicating and Idolatry. Ja. Rumhuren und Ehebruch. Ja. So, und steht jetzt hier geschrieben, dass er Vater eines 1989 geborenen Sohnes und einer Tochter, die 92 zur Welt kam, ist. Und beide Kinder stammen aus der Beziehung mit Shannon Tweed, die er nach 28 Jahren Beziehung im Oktober 2011 heiratete. Jetzt scrollen wir doch mal zurück. Er hat also nach 28 Jahren Beziehung mit der Shannon Tweed, mit der er zwei Kinder hat, die hat er 2011 geheiratet. Das heißt, er hat die Beziehung gehabt seit 1983. Also auch im August 2008, wo er Aufmerksamkeit erregt hat, als er ein Sexvideo mit einer unbekannten Frau ins Internet gelangt ist. Okay? Oder in die Öffentlichkeit gelangt ist. Das heißt, er hat definitiv Ehebruch begangen. Das steht ja da drin. Das ist ja genau die Antwort auf meine Frage, die ich gerade hatte. Wenn er eine Beziehung hatte, 28 Jahre lang mit Shannon Tweed, dann ist diese Beziehung ja im August 2008 ja auch schon existent gewesen. Ne? So weit, so schlecht. Egal, welche Geste man jetzt sieht von Gene Simmons, es ist immer derselbe Gedöns. Und jetzt geht's mal weiter für unsere deutschen Fans. Und zwar folgendes. Er hat eine... Diese Gruppe KISS hat ein bestimmtes Symbol, und zwar KISS. Ich weiß, dass jetzt der Einwand kommt, das heißt jetzt dieses und jenes. Ich nehme da überhaupt keine Stellung zu, weil ich da keine Quelle zu habe. Wenn ich keine Quelle dazu habe, dann ist alles nur Hörensagen und abgeschrieben von irgendwelchen Quellen. Ich habe keine Quelle dazu und ich bezweifle das aus verschiedensten Gründen. Ich komme da auch später noch drauf. KISS wurde damals, wurde damals als Blitz geschrieben. Und Blitz haben wir ja schon gehört von Lukas 10, 18, ja, ist ein Zeichen für, wo Jesus sagte, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Also da haben wir schon die satanische Reminiszenz mit dem S. Gleichzeitig ist es das Symbol der
Siegisrune. Nicht Siegesrune von Sieg, Victory, sondern Siegisrune. Und das ist halt einfach ein Symbol, was sehr stark belastet ist aufgrund der deutschen Geschichte, wo ich jetzt hier keine Bilder zeigen darf und möchte. Aber die Gruppe hat damals Ende der 70er, wo sie halt in Deutschland populär geworden ist, ganz große Probleme bekommen. Und diesem Blitzen ähnelnde Bestandteil Schrift SS wurde vielfach als Siegrune interpretiert. Da steht es ja auch nochmal, ich kann nicht aus dem Kopf überlegen müssen. Gene Simmons sagte später dazu, wir waren keine Nazis. Das hatte nichts mit der SS zu tun. Ich bin schließlich Jude, was ja auch stimmt. Er ist ja geborener Jude. Aha, okay, er ist geborener Jude. Also er ist in Israel geboren. Deswegen kann er ja sagen, ich bin da geboren, wo die meisten Juden sind. Ein schwieriges Thema, ich möchte es nicht weiter verfolgen. Aber die Verwendung des Logos wurde in Deutschland weder strafrechtlich verfolgt, noch wurde sie gerichtlich verboten. Die spätere deutsche Plattenfirma wollte jedoch unnötige Schwierigkeiten in der öffentlichen Wahrnehmung vermeiden und das Logo abändern lassen. Sie übte da den entsprechenden Druck auf das KISS-Management aus, das der Änderung des Logos auf den Albumcovers der 80er Jahre schließlich zustimmte. Da wurde nämlich eben dieses Logo anstatt als Blitz, als querliegendes S sozusagen geschrieben. Ja? So. Und da ist eben die Reminiszenz an... So war das aber auch auf dem ersten Album, was wir weiter oben gesehen hatten, ein paar Seiten zurück. Ich habe jetzt keine Lust, ganz zurück zu scrollen. Ja, das kann sein. Aber genau. Wir hatten ja... Ja, ich mache es doch mal eben. Wir hatten ja gesehen, dieses erste Album von KISS. Warte mal, das war noch ein paar Seiten zurück noch. Da hatten wir das... Hier, guck mal. Das ja. S hier. Ja. So wurde das dann ja später in Deutschland auch gezeigt, bei der Deutschland-Tournee. Ja, genau. Und das ist hier halt das Bild von der allerersten LP, was man ja auch noch an der alten Schminkweise sieht. Paul Stanley hat hier noch ein leicht blaues Auge, er hat hier noch viel mehr Schnurrhaare und Rot, er hat hier oben noch Wimpern darüber, er hat hier das Pentagramm noch am Ohr und er streckt die Zunge noch nicht raus. Ja, das kommt also, jetzt. Das, genau der Punkt kommt jetzt. Ja, gut, genau. Ich meine, aber hier siehst du eben die anderen Esse, also von daher sind sie ja im Grunde, als sie nach Deutschland dann kamen mit ihrer Deutschland-Tournee, sage ich mal, back to the roots, ne? Ja. Und da ist ein Druckfehler drin, das muss Lukas 10, 18 heißen, da habe ich ein 0 vergessen. Das kann passieren. Das eben, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, deswegen alles, was mit Blitz zu tun hat, und da sind wir nämlich genau bei AC/DC. Ja, da sind wir genau bei dem Blitz von AC/DC, der heißt nämlich genau das. Das ist die Reminiszenz an Satan, und das kann man natürlich wunderbar ausdrücken, indem man dann sagt, okay, das hat eben mit Gleichstrom und Wechselstrom zu tun. Mit AC und DC. Mit Alternative Current und mit Direct Current. Ne? Also Wechselstrom und Gleichstrom. Und was ist das Symbol der Elektrizität? Ein Blitz. Ne? Da ist die Reminiszenz an Satan. Da brauche ich nicht mal irgendwelche Akronyme, da brauche ich nicht noch irgendwelche Sachen da mir vorzustellen, da brauche ich nicht noch irgendwelche Sachen, die es dann heißt. Es reicht, wenn da der Blitz steht. Ja, das ist den meisten Leuten wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, Michael, was du da gerade eben sagst, dass Elektrizität im Grunde des Teufels ist. Ich meine, warum gibt es einen elektrischen Stuhl? Ja, genau. Da wollte ich gerade drauf hinaus, richtig. Das ist genau manchmal haben wir eben dieselben Gedanken. Ne? Ja, das ist genau die Geschichte. Also das ist die Geschichte mit AC/DC. Das ist eigentlich so simpel, mit Strom kannst du töten. Ja? Strom ist etwas, da, das ist tödlich. Es gibt das kommt kein auf Leben. Deswegen dieser... Frankenstein. Sag mal, ne? Zwischen Anführungszeichen Witz. Ja, jetzt nimmst du mir die Worte aus dem Mund. Mary Shelley's Frankenstein, wo das Monster eben Leben bekommt durch Elektrizität. Elektrizität tötet. Es bringt kein Leben. Jetzt sagen sie, ja, aber wenn du einen Herzanfall hast und dann kommen die da mit dieser Maschine, wo sie die beiden Dinger reiben und auf deine Brust setzen und dann, ja, und alle wegtreten und bumm, und dann bumm, und dann bumm, und dann wird dein Herz wieder lebendig gemacht. Das ist mal ein kurzer Schock, der da ausgelöst wird. Aber normalerweise tötet man das Herz mit einem solchen Schock. Denk doch mal zum Beispiel an die Taser, diese Waffen, die heutzutage ja sehr in Mode gekommen sind, vor allen Dingen bei den Polizisten in Amerika. Und die sich da unglaublich mit austoben und jeden damit, also da sind schon Dutzende Tote gefallen, was wir gar nicht so wissen. Denk an Weidezäune bei Pferden, die unter Strom stehen, also so ganze Sachen. Ne? Ja, genau. Ja. Ganz, ganz simpel schon. Als kleiner Junge ist das ganz toll, wenn man gegen so einen Zaun pinkelt. Ja, tolle Sachen. Und man weiß gar nicht, man dass merkt der irgendwie, dass es jetzt zuvor gerückter, dass es eine Lesung zuvor gerückter Zeit ist. Irgendwie merkt man das jetzt hier, glaube ich. Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall, das ist auch die Gemeinsamkeit, witzigerweise, zwischen KISS und AC/DC, die meisten nicht sehen. Ja, das ist einfach der Blitz. Ja.
Aber natürlich sehen das die Blitzgescheiten und natürlich auch diejenigen, die die Lesung hier verfolgen, die Lukas 10, 18, lest euch das durch in der Bibel, da steht es ganz genau drin. Ja, Satan gleich Blitz. Okay, gehen wir weiter im Text. Jetzt gibt es einen Auftritt am 31.12.73, was dummerweise jetzt auch noch genau Silvester ist. Silvester ist zu den Ehren des Papstes Silvester, der dann irgendwann gesagt hat, ich hätte ja gerne jetzt mal einen anderen Kalender. Na, Papst Silvester, nee, das ist nicht richtig. Das ist der julianische oder gregorianische Kalender. Aber ich weiß, Papst, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Papst Silvester ist der Papst, der so gesagt Konstantin den heidnischen römischen Kaiser zum zwischen Anführungszeichen Christentum bekehrt hat. Ja, und zu dessen Ehren dann eben die katholische Kirche gesagt hat, jetzt kriegt er auch seinen eigenen Feiertag. Jo. Den 31.12. jeden Jahres, der Dezember. Der Dezember aus dem Dezimalsystem. Der Dezember, der eben der 10. Monat ist und nicht der 12. Und der Oktober ist der 8. Monat, Oktogon, Achteck. Und der November von Novena ist der 9. Der 9. Monat. Ja. Und das, wenn ich da Leute immer dann sage, ganz, ganz einfach, fangen wir doch einfach mal die ganz simplen Sachen an, ja. Die gucken mich an und sagen, ich will das gar nicht mehr wissen. Ich will da gar nicht, den will ich gar nicht wissen. Aber es ist alles völlig unlogisch. Der im März ist der Jahresbeginn. Dann, wenn die Natur anfängt, wieder zu blühen. Dann, wenn halt der Winter vorbei ist. Warum soll er mitten im Winter plötzlich das Jahr aufhören? Ja, völliger Unfug. Die Leute haben damals gesagt, was ist jetzt los? Deswegen, meine Lieben, für diejenigen, die es nicht wissen, gibt es April Fool's Day. Ja? Genau. Deswegen schickt man die Leute am 1. April in den April. Genau. Weil diejenigen, die sich damals geweigert haben, das neue Jahr anzunehmen, die hat man eben April-Narren genannt. Und das ist ganz einfach. Von den Witzen, so einfach ist das. Ja, das ist ganz einfach. September, Set 7, Okto 8, 9, 9, Dies 10. Das ist so simpel eigentlich, aber ist, ja, ich denke mir hier nichts aus. Es ist in jeder Sprache so, ob ich jetzt in Italienisch gucke, ob ich jetzt in Französisch gucke, das ist sowas von simpel eigentlich. Es gibt noch viel simplere Geschichten. Das Problem ist, Bruder, es ist so in dein Gesicht, wie man im Englischen so schön sagt, so in your face, dass die Leute das nicht mehr sehen wollen, nach dem Motto, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, und Silvester ist eben Silvester, weil dieser damalige Papst, der also da einen großen Einfluss auf die Verbreitung des römisch-katholischen Glaubens gemacht hat, sozusagen, das mal sozusagen, da eben einen Reminiszenz, einen schönen Tag bekommen hat. Und das war der 31.12. Und zu Ehren der ganzen Geschichte schmeißt man dann eben irgendwelche Feuerwerkskörper in die Luft und huldigt dann eben dem Fürst der Lüfte. Es ist nichts anderes. Wenn Luzifer nicht runterkommt, dann müssen wir eben hoch. Ne? Dann müssen wir eben unsere ganze Huldigung da hochschießen. Das ist eben das, was man mit den ganzen Feuerwerkskörpern da macht. Ja, das ist dann eben der Lichtbringer, der kommt dann nicht von oben nach unten, sondern wir müssen eben das Licht von unten nach oben schmeißen. Da hat, glaube ich, auch kaum einer mal drüber nachgedacht. Aber genau das ist das. Das ist eine heidnische Art, Luzifer zu feiern und ihm zu sagen, hey, na, guck mal, wir glauben an dich. Und das macht man natürlich wann? Na klar, eben um 12 Uhr nachts. Ja, zur Geisterstunde. Um 12 Uhr nachts. Man darf in Deutschland seine Böller erst zünden am 31.12. nach 18 Uhr, also wenn es dunkel ist. Ja, ja. Das ist alles sowas von abstrus, wenn man das alles einmal aufdröseln würde. Ich glaube, dass ganz viele da draußen jetzt gerade sitzen und sich am Kopf kratzen und sagen, also das in der KISS-Lesung. Deswegen war ich ja so gespannt, um diese Lesung zu machen. Ich habe mir gedacht, dass wir hier Abgründe aufdecken, genau, die man sonst gar nicht groß bemerkt. Ja. Ja, und jetzt kommt nämlich genau die Reminiszenz von Gene Simmons. Er hat sich ja immer als Drache verkleidet, er hat sich ja immer als Dämon verkleidet. Und was macht er jetzt? Na, an dem 31.12.1973 hat er gesagt, ach, weißt du was, Luzifer zu verherrlichen ist doch viel zu langweilig. Ich gehe mal direkt dann dahin, wo ich jetzt zu den Ursprüngen sozusagen und zeige den Leuten einfach mal, was ich alles noch so drauf habe an Tricks, um ihn jetzt da zu huldigen. Und bei diesem Konzert eben setzte Simmons bei einer Feuerspucker-Einlage erstmal versehentlich seine Haare in Brand. Und das ist schon wieder so abstrus. Er vermutete selbst, es könnte das Haarspray gewesen sein, das er in großen Mengen benutzt hatte. So, also nochmal. Der total harte Typ Eugene Simmons
hat also dann Haarspray benutzt. Also ist eine Sache, die eigentlich, glaube ich, Frauen sonst machen. Ne? Haarspray benutzt. Und er hat dann bei einer Feuerspucker-Einlage seine Haare in Brand gesetzt. Also alles nicht so ganz optimal gelaufen an dem Tag. Hatte nicht so ein schönes, frohes neues Jahr irgendwie gehabt an dem Tag. You had a bad hair day, sagen die Amerikaner. Ne? Ja, so, und warum macht er das jetzt mit dieser Feuerspucker-Einlage? Nicht, weil ihm kalt gewesen ist. Entschuldigung. Nicht mal im Kalk gewesen, jetzt war es ja im Dezember gewesen. Und Kiss bringt uns mal zum Lachen, Leute, in diesen Sendungen. Ja. Sondern weil er ja den Drachen imitiert. Ja, also so quasi wie so ein großer Grisou, der Drache, den man erkennt aus der Comicserie, den kannst du da gerne mal einspielen. Der immer Feuerwehrmann werden will, aber als Drache Feuerwehrmann ist eben nicht so optimal. Ja? Und ist also Gene Simmons absolutes herausstechendes Eigenschaft ist diese Feuerspuckerei. Und Feuerspucken tut welches Tier noch? Na? Drachen eben, genau. Und Drachen gibt es ja angeblich nicht. Oder nicht mehr. Da ist er. Ja, einer der Helden meiner Kindheit. Das ist Grisou, der kleine Feuerwehrmann, der kleine Drache, der immer Feuerwehrmann werden wollte. Immer dann gescheitert irgendwo. Der musste immer niesen und so. Ja, so müsst ihr euch das mal Gene Simmons vorstellen. Ah, ja. Oh nee. Oh, Entschuldigung. Okay. Also, auf jeden Fall, ich muss mal dieses Bild wegmachen, ich kann mich da nicht mal konzentrieren. Genau, also er hat also immer diese Einlagen gemacht. Vielleicht gibt es ja auch noch Videos von auf YouTube, wo also Gene Simmons da Feuer spuckt. Das macht er nicht. Du hast ja gesehen, das ist hochgeladen von Anna Wunder. Ja, mich wundert da nichts mehr. Das macht er also deswegen, weil er als einfachen Drachen personalisiert oder impersonalisiert, also einen Drachen sozusagen da mimt. Ja? Sich als Drache da sieht. Jetzt muss ich mal eben schnauben. Eine Sekunde bitte. Vor allen Dingen, er vermutete selbst, es könne das Haarspray gewesen sein. Das Haarspray setzt ja nun seine Haare nicht in Brand. Deswegen brennen seine Haare vielleicht noch ein bisschen besser. Und vor allen Dingen brennen sie deswegen ab, weil Haare brennen ja nicht. Ja? Mhm. Haare schmoren weg, sage ich jetzt mal. Und das hat dann auch einen ganz unangenehmen Geruch. Aber Haare brennen nicht. Wenn Haare brennen oder lichterloh in Brand stehen, wir sehen jetzt kein Foto davon, dann ist das natürlich wegen dem Haarspray oder wegen des Haarsprays, das er da wohl drauf gemacht hat. Aber das Haarspray selbst hat die Haare nun auch nicht in Brand gesteckt. Ne? Also nein, natürlich nicht. Er hat ja selber das alles da quasi inszeniert und er ist natürlich auch derjenige, der dafür verantwortlich ist. Ne? Die Frage ist jetzt nur, ob es da ein Video gibt auf YouTube, wo man das sieht, wie Gene Simmons da als Feuer spuckt. Denn er hat eine hervorstechende, im wahrsten Sinne des Wortes, eine hervorstechende Eigenschaft, dieser Mensch. Er hat eine besonders lange Zunge. Das hilft ihm natürlich, weil er damit auch das zweite Tier, was in Offenbarung 12,9 dann beschrieben ist, der Drache, die alte Schlange, damit mimen kann. Ja, er kann ja gleichzeitig Feuer spucken mit seinem ganzen Pyro-Zeugs, was er sich da in den Mund dann macht. Und gleichzeitig lange Zunge ist halt einfach eine Geschichte, gespaltene Zunge oder lange Zunge für ein Lebewesen, was eben züngelt. Und in der Genesis steht eben drin, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und deswegen ist er gleichzeitig Schlange und Drache. Und damit ist er die Verkörperung des Teufels. Er ist hier Verkörperung von Luzifer, der aus dem Himmel fällt. Offenbarung 12,9. Das ist das, was er ist. Da ist die lange Zunge. Ich kriege ja nur so Bilder heute. Das ist ja schrecklich. Ja. Ja, du wolltest die Kiss-Sendung machen, ne, Bruder? Ja. Okay, gut. Ja, okay. Also, okay, ich muss mich da. Oh Mann. Wenn das mal rauskommt, ich krieg nur noch Daumen runter hier. Ich glaube, okay. Ich bin am Überlegen, machen wir das Video als Premiere oder lassen wir das lieber so still und leise erscheinen? Wahrscheinlich auf dem 4. Kanal unter einem anderen Namen oder so. Also wie gesagt, das, was wir damals als Jungen total ernst fanden und toll fanden, das finden wir heute völlig albern.
Ich kann eine Sache zum Besten geben. Im 7. Schuljahr hatten wir unsere Band, wo wir diesen Auftritt machen wollten von Kiss in der Aula, ja. Und eines Tages, es ist kein Spaß, es ist kein Scherz, ich kann auch den Namen sagen, der hieß Klaus. Klaus, wenn du mich jetzt hörst, es ist 40 Jahre her, ich kann jetzt drüber reden. Klaus kam in den Lateinunterricht und passt ja dann dazu, ne? Latein, tote Sprache, Sprache des Teufels, Sprache der römisch-katholischen Kirche, oh, ganz zufällig. Und er kam da rein und hatte einen Morgenstern in der Hand. Jetzt ist wirklich kein Spaß. Er hatte wirklich einen Morgenstern in der Hand. Das ist also so ein Ding, wo so ein Spike-bespickter Ball drauf ist an so einer langen Kette, wo man jemanden mit umhauen und ganz gefährlich verletzen kann. So, und er hat dann also so ein Zeugs gehabt, was er irgendwie aus der Theaterrequisite gehabt hat. Und er hat dann mittendrin, als der Lateinlehrer reinkam, hat er also angefangen, Feuer zu spucken. Das ist kein Spaß. Ich kann es nicht mehr bezeugen, ob das jetzt so war, dass da wirklich große Flammen rauskamen, aber er hat es im Mund gehabt. Und ich weiß nicht mehr, ob es dazu gekommen ist. Aber ich weiß immer noch, dass er da so gestanden hat im Lateinunterricht und dann quasi Gene Simmons dann halt da gemimt hat. Und das ist immer das, was mich immer erinnert, Klaus, ne, Klaus, also Klaus, du warst mein Held damals, ne, Klaus, du warst echt eine totale, coole Sau, kann man nicht anders sagen, ne, also mit 13 Jahren sowas zu bringen vom Lehrer, das ist echt absolut heavy, heavy, heavy stuff, wirklich. Nein, der Vorteil war, Klaus Lehrer, Quatsch, Klaus Vater war Chefarzt, also er hat da wahrscheinlich gedacht, na gut, Papa, reiß mich da doch irgendwie raus, ne, aber das ist halt die Geschichte von Gene Simmons, was mir im Kopf geblieben ist. Gut, also wie gesagt, Gene Simmons, kannst du gerne mal nachgucken. Der hat also öfters gespuckt eben, Feuer gespuckt und teilweise auch Blut gespuckt und hat eben dann auch seine lange Zunge immer raushängen lassen. Und das hat ihn natürlich dann auch bei dem anderen Geschlecht ziemlich beliebt gemacht, aus verschiedensten Gründen. Ja, okay, gut. Machen wir weiter im Text. Also, obwohl Kiss es gelungen war, etwas Bekanntheit zu erlangen, waren Hitparadenerfolge bis 1974 ausgeblieben. So übernahm 1975 der Casablanca Records-Chef Neil Bogart, also irgendwie mit Humphrey vielleicht verwandt, persönlich die Aufgabe, das dritte Album zu produzieren. Er änderte den Sound der Gruppe vom Garagenband-Sound zu einem sauber durchproduzierten Studioalbum. Das Ergebnis der Arbeit kam unter dem Titel Dressed to Kill 1975 heraus, also angezogen, um zu töten. Also schon wieder unheimlich negativ, ne? Also egal wie. Und 1974, das zweite Album, heißt Hotter Than Hell, also heißer als die Hölle. Wir sehen, da ist durchaus immer dasselbe Thema irgendwo bei, ne? Dass also immer etwas mit Hölle und Zerstörung und negativen Dingen zu tun hat, definitiv. Das ist hier das Video, ne? Wie er sein Haar in Brand setzt vor 45 Jahren hier. Ja, ich sehe jetzt nur ein Standbild eigentlich. Ja. Ich auch. Okay. Das ist das Standbild, was ich gerade rausgesucht hatte hier. Ja, okay. Ich habe gedacht, ja, vielleicht gibt es auch ein bewegtes Bild. Hier sind die Bilder von YouTube, also von Google. Und wie man sieht, da gibt es einige hier, wo er halt Feuer spuckt und wohl auch Blut spuckt oder was, weiß ich nicht. Das Blutspucken fand ich und das Feuerspucken fand ich damals interessant, natürlich in unserem Konzert da. Waren das Anfang der 80er Jahre oder was in Hamburg? Ja, das war ja deren Hochzeit gewesen. Ne? Ja. Das hier sieht eigentlich fast aus, wie sein Haar brennt, ne? Weil hier sieht man von ihm selber ja gar nichts mehr. Ne? Das ist noch ein bisschen extremer als das andere Bild, was wir gerade eben hatten, denke ich. Mal eben sehen, ist das jetzt YouTube? Ja, guck, das ist auf YouTube jetzt hier. Ja, nicht, dass wir wieder Probleme kriegen mit dem Copyright, aber das können wir ja dann unter Umständen aus draußen schmeißen. Also rausschneiden. Ja, genau. Das ist das, was er macht. Und es gibt auch ein Video von ihm. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Das ist eben dann so, dass er da auch Blut spuckt. Also richtig eklig. Okay. Es geht weiter im Text. Weiter im Text geht es jetzt sofern, dass die Bühnenshows eben mit Schminke, Plateaustiefeln und Feuer in den Gitarren gemacht worden sind. Ja? Dieses Album Dressed to Kill erzielte zwar bessere Verkaufszahlen als die beiden Vorgängeralben, es waren jedoch vor allem die exzessiven Live-Auftritte der Band, die Kiss bekannt machten. Zu den Show-Einlagen der Gruppe während ihrer Konzerte gehören das Blutspucken des Bassisten Gene Simmons, also das Blut bestand aus einer Mischung aus Joghurt und Lebensmittelfarbe, und das ebenfalls von Simmons vorgeführte Spreuerspucken. Zu den geschminkten Gesichtern und den lang gefärbten schwarzen Haaren trugen die Bandleader stets aufwendig gestaltete Fantasiekostüme und hohe Plateaustiefel. Das Instrument des Leadgitarristen Ace Frehley ging während eines Solos scheinbar in Flammen auf. Entsprechende Effekte waren in der Gitarre eingebaut.
Das in die Höhe aufsteigende Podest des Schlagzeugers Peter Criss sprühte Funken. Zu Paul Stanleys Bühnenshow gehörte, unterstützt durch pyrotechnische Effekte, also hier Feuerwerk, genau wie bei Rammstein zum Beispiel, das Zertrümmern seiner Gitarre im Stile Pete Townsends. Das ist der ein Musiker der Gruppe The Who. Wir halten fest, die Bandmitglieder tragen Plateaustiefel, erhöhen sich also, Jesaja 14,12, ich will emporfahren. Das Instrument geht von Ace Frehley geht in Flammen auf. Da haben wir halt eine Reminiszenz an, na, was wohl, ne, Hölle und meinetwegen auch Drache. Bei Gene Simmons genau dieselbe Geschichte, Blut und Feuerspucken. Ja, Paul Stanley hat dann auch pyrotechnische Effekte und das aufsteigende Podest des Schlagzeugers Peter Criss, ich denke, das ist dann auch selbsterklärend. Das ist ja auch wieder eine Erhöhung, wo ich mich über andere erhöhe. Also es geht immer auf diesen Luziferianismus gleich Satanismus hinaus. Definitiv. Immer dasselbe. Ich meine, dass Gene Simmons auch auf der Bühne rumgeflogen ist oder auf die Bühne runtergeflogen ist, also an Drahtseilen hing und ja, auf die Bühne geflogen ist, als ich damals im Konzert war, meine ich. Darüber gibt es ein Video und das muss ich mal gucken. Kiss Clown, nee, das finde ich jetzt leider nicht. Kannst mal gerne schauen, da gibt es nämlich ein ganz bekanntes Video, wo er da rumsegelt und Blut spuckt. Wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist jetzt genau der Punkt, der jetzt gesagt wird, dass Kiss eben heißen soll Knights in Satan's Service, okay? Knights in Satan's Service kann nicht heißen Knechte in Satans Diensten. Warum? Weil Knechte eben Servants wären und nicht Knights. Knights sind die Ritter. Knights sind bewaffnet. Bewaffnet sind. Ja, das Bild. Ja. Mhm. Das ist damals von der Tour hier nicht. Hier siehst du es. Ja, ja, genau. Ich krieg's leider nicht größer. Es macht ja nichts. Aber man sieht er hängt hier an Drähten. Man sieht hier die Drähte. 1, 2, 3. Ne? Dass er da dranhängt und dann halt auf die Bühne. Es ist auch als Video. Ich habe es als Video bei YouTube definitiv gesehen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, man sieht auf dem Bild, was du gerade eingeblendet hast und jetzt gerade wieder ausgeblendet hast, sieht man halt auch, wie er so ein Cape anhat. Das sieht man ja sonst auf den Bildern nicht. Das heißt, er sieht ja nur wirklich aus wie ein Drache. Ja, also, Cape nicht, das sind mehr Flügel, ne? Oder Flügel, hat. Ja, gut, also den meine ich. Dann seine Plateauschuhe sieht man hier natürlich auch sehr gut, ne? Ja, und das ist eben mein Argument, dass ich sage, Knights, also Ritter, ne, haben normalerweise Waffen. Natürlich sind die Waffen der Musiker ihre Gitarren, ist ja gar keine Frage. Damit machen sie ja Musik, dafür verzaubern sie ja die anderen. Aber die Jungs haben Plateaustiefel an und Ritter tragen keine Plateaustiefel. Und deswegen glaube ich an diese Knights in Satan's Service überhaupt nichts. Diese ganzen Jungs, die machen das auf ganz andere Art und Weise. Ich glaube das nicht, dass es das heißt, aus den Gründen. Ich habe noch keine Ritter in Plateauschuhen gesehen. Also ich halte das für genau. Ja, also sowas Bescheuertes machen die da und damit sind die bekannt geworden. Kann man nicht anders sagen. Das ist natürlich ein hervorragendes Video zu Schulungszwecken. Ein ganz, ganz gruseliges Video, wenn man junge Kinder hat, die jetzt gleich ins Bett wollen. Dafür sollte man das nicht nehmen. Ja, jetzt ist es so, dass eben in den späten 70ern halt die Live-Alben veröffentlicht worden sind und die meisten Titel wurden halt in Detroit aufgenommen, weil Detroit halt einfach so eine Stadt war, der auch ein Lied gewidmet ist, also Detroit Rock City, da kommen wir dann auch noch zu. Und das Resultat eines neuen Produzenten war dann eben die Zusammenarbeit des Albums Destroyer. Destroyer heißt Zerstörer. Wir sind schon wieder im Negativen gelandet, definitiv. Ja, es geht also immer hotter than hell und oh, es ist unglaublich. Dress to Kill und Destroyer, alles immer negativ. Und es geht halt einfach nur, den Jungs geht es nur darum, um Publicity. Es geht gar nicht großartig um die Musik bei Kiss. Es geht einfach um die Show. Es geht um nichts anderes als um die Show. Ja, man braucht auch gar keinen Ton, ne? Ja, und das ist das Stichwort. Ich habe dir nämlich wenn das Video jetzt vorbei ist, habe ich dir ein Video geschickt von einem Interview, was ich da gesehen habe. Ja, das ist auf Skype, ne? Ja, was ich dir mal geschickt habe, du... Ja, muss ich erstmal hochscrollen, das ist ja hier wieder nicht zu sehen. Ach so. Warte mal, ja, du hast mir das ja... Habe ich dir das geschickt? Ja, nicht heute. Ja, ja, natürlich. Gestern oder so, oder vorgestern, muss ich mal eben gucken. Gott.
Ja, wir haben ganz schön geschnackt. Ich bin jetzt gerade das Video am Suchen. Hier ist es das hier. Ja, genau, das ist das, Das ja. zeige ich dann jetzt mal eben in groß. Genau. Genau, und Erzähl das mal habe was ich dazu. jetzt. Ja, das wollte ich mich sagen. Das ist ein Video, wo also dieser Ace Frehley, dieser Gitarrist, eben hier betrunken gewesen ist. Und das, was sie da erzählen, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist jetzt, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass diese Jungs jetzt hier die gestandenen, erwachsenen Männer irgendwo spielen sollen. Also, wenn sie es da mal machen würde, weil das Video läuft jetzt irgendwie noch nicht. Ja, das ist, Ja. der Computer hat da wohl Probleme oder Ach was? so, okay. Genau. Also, das ist auf jeden Fall jetzt hier eben der Lead-Gitarrist Ace Frehley, den wir jetzt da im Bild haben. Der hat eben so ein Fantasiekostüm an und der ist eben auch geschminkt. Das heißt, alle vier Jungs von Kiss waren da zu dem Zeitpunkt eben in diesem Interview, auf diesem Fernsehsender da und die haben da quasi jetzt nur so ein paar Fragen beantwortet und das ist alles ein bisschen in die Hose gegangen, weil Ace Frehley zu dem Zeitpunkt wohl offiziell betrunken gewesen ist. Und wer weiß, was da noch alles irgendwo mitgespielt hat. Unter Umständen war es ja nicht nur Alkohol. Wir wissen es nicht. Wir wollen dem Herrn Ace Frehley jetzt da nichts unterstellen. Und ich habe eben genau dem Jörg dieses Video geschickt, was ohne Ton ist. Ich habe extra den Ton weggemacht, weil guckt euch die Leute mal an. Die Leute wollen uns also jetzt hier in Schrecken jagen, sozusagen, sitzen da mit ihren Kostümen rum. Für mich macht das Ganze eher so den Eindruck eines Erwachsenen-Geburtstages. Und wenn man sich diese Leute wirklich mal anguckt, was die da für eine Show abziehen und welche Kostüme die haben und alles glitzert und guck mal, das könnte sogar ein Diamant sein in der Mitte da, ja, dann ist es halt, find ich das vor allem ohne Ton halt besonders irgendwie lustig oder halt fast schon lächerlich mit seinen Flügelchen da und so, ne? Also so benehmen sich keine erwachsenen Männer und so solche Männer machen mir auch überhaupt keine Angst. Also das, was ich denen damals abgenommen habe, dass es richtig ernsthafte Musiker ist, also spätestens bei dem Video hier, ist es halt irgendwie so ein Kindergeburtstag, ne? Also wo alle sich so irgendwie so ein bisschen seltsam verkleidet haben und ich finde das wirklich an. Ich finde das wirklich, also Gene Simmons kann sich da auch nicht mehr halten. Also ich finde das wirklich an Witzigkeit kaum zu überbieten, dieses Video. Und deswegen habe ich es extra eingespielt und zum Schluss kommt noch die große Überraschung, da kriegt Ace Frehley nämlich noch so ein kleines Präsent oder sowas. Ach, wo ist es? Da ist er, da ist er. Ja, und vor dem Teddybär hätte ich mehr Angst als vor allen von Kiss zusammen. Und dabei meine ich das jetzt gar nicht böse. Ich meine das so, wie ich das gesagt habe. Also das ist alles ein Verkleidungs-Kindergeburtstag und das sind alles Clowns. Ja, das sind aber keine Leute, die ich jetzt wirklich so für wichtig erachte, in irgendeiner Art und Weise eine musikalische Rolle gespielt zu haben, sondern sie spielen halt ihre Rolle und spielen diese Rolle in dieser Agenda Satans, indem die Menschen uns damals angefixt haben und gesagt haben, ey, das ist total cool, so einen Stern zu tragen. Hey, das ist total cool, sich irgendein Gesicht anzumalen. Das ist total toll, so eine Drachenmaske zu haben und Blutspucken ist total cool im 7. Schuljahr in der Schule. Die haben uns damals verführt. Das sind Verführer, nichts anderes. Es sind falsche Propheten, es sind Verführer. Es sind aber jetzt nicht, es ist nicht die Musik bei Kiss, die diese Menschen da irgendwo bekannt gemacht hat. Und alles bei denen ist negativ und Destroyer, wo sie da auf einem Fels oder auf so Steinen rummachen, das ist eben alles negativ. Ja, das ist alles negativ. Und egal welchen Titel du dir raussuchst, hier King of the Night, also König der Nacht, naja, klar, ne? In einem Halloween-Special, bitte noch nicht so schnell das scrollen, in einem Halloween-Special aufgetreten sind. Also Halloween ist dann auch wieder, haben wir ja schon mal gesagt, auch wieder ein keltisches, kultisches Fest, wo damals auch Kinder geopfert worden sind. Also, oh, es ist irre, es ist irre. Und die Leute waren damit so erfolgreich, die haben in Japan den Besucherrekord gebrochen von den Beatles. So erfolgreich waren die. Erfolgreicher als die Beatles. Ja, das habe ich hier unter dem Bild von Destroyer hier gepostet. Ja, und Marvel Comics hat auch Comicbände veröffentlicht und so weiter und so fort, ne? Das ist völlig irre. Das ist völlig irre, was die für einen Erfolg gehabt haben. Und die haben ihren Erfolg gehabt, indem wir halt einfach mit diesen ganzen satanischen Symbolen gespielt haben und die satanische Agenda vorbereitet haben und diese satanische Agenda dann auch weitergeführt haben. Und deswegen sind sie natürlich in Satans Service, das sage ich gar nicht. Ja, das sage ich ja auch gar nicht. Aber es ist so, dass eben das, was sie da vorspielen, eben künstlerische Figuren sind. Und das sind eben Leute, die ganz bewusst die Jugend damals verführt haben. Das ist das, was sie sind. Das ist nichts anderes. Sind keine,
großen, ernsthaften Musiker, wo man sagen, die haben jetzt irgendwie jetzt einen besonderen Einfluss gehabt oder so. Die Leute sind da hingegangen, weil die anders waren, weil die besonders waren, weil die halt brutal waren, weil die schockierend waren. Und ich weiß nicht, warum den meisten Menschen immer so angezogen werden von genau dieser dunklen Seite. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, warum es so ist. Wir sind damals auch drauf reingefallen. Wir sprechen uns da nicht von frei. Ne? Würde ich mal so sehen. Nee, sicher nicht. Ne? Und eben dieser Destroyer, worum es sich geht bei diesem Album hier, das sehr bekannt ist von 1976, da habe ich hier noch zum Abschluss eben noch einen Auszug aus einem Buch, das heißt The Angels of Resistance. Das ist kein biblisches Buch. Es geht nur um eine bestimmte Zeile hier. Man sieht schon an den Symbolen her, das passt aber dann zu Kiss und vor allem zu Gene Simmons mit diesen Flügeln da. Ja? Es geht auf die nächste Seite und auf der nächsten Seite steht eben genau das und im unteren Bereich drin, was eben Destroyer ist. Und das steht eben drauf, es ist geschrieben, also it read oder es liest sich so, ihr König ist der Engel aus dem bodenlosen Loch. Ja, ja, sein Name in Hebräisch ist Abaddon, in Griechisch Apollyon, der Zerstörer. Ja, das heißt Destroyer und dann, wo die Leute da so als von Kiss dann so als Monster sozusagen angezogen sind, als Tiere angezogen sind, als Dämon, Entschuldigung, als Drache angezogen sind, da repräsentieren sie eben den Destroyer, also Apollyon. Ein Engel, also ein Dämon, ja. Ihr König ist der Engel des bodenlosen Lochs, also der Hölle. Das ist das, was Destroyer dann auch meint. Destroyer ist natürlich immer negativ, weil Destroyer eben genau das besagt, dass er eben das alles kaputt macht, was da ist. Destroyer ist eben der Unterschied oder der Gegenspieler zu Gott. Gott ist derjenige, der die Kreation gemacht hat, der geschöpft hat. Und Destroyer in Offenbarung 9, Vers 11. Ja. Oh je. 11. Ja. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja, ich meine, das muss man berücksichtigen, Michael. Das sind genau die Dinge, die wir sehen müssen. Wir haben heute den 12. November, wir sind einen Tag zu spät mit der Aufnahme in der Hinsicht. Aber 9-11 ist ein sehr wichtiges Datum. Du hast ja gestern schon darauf hingewiesen, dass die Amerikaner ja erst den Monat und dann den Tag schreiben, wobei wir das ja umgekehrt machen. Wir schreiben erst den Tag und dann den Monat. Aber wenn man das so hin und her dreht, dann kann man viel mitspielen. Das Ende des Ersten Weltkrieges, 9. November, 9-11. Die Anschläge vom 9. November, ja, vom 11. September, auch 9-11, je nachdem, wie man das liest. Also es ist schon unglaublich interessant. Und wenn ihr das mal nachschaut im Internet, das Datum 11. September hat viele wichtige historische Geschehnisse, die da passiert sind. Und am 9. November ganz genauso. Da gibt es viele verschiedene wichtige geschichtliche Ereignisse, die da passiert sind. Und ausgerechnet Offenbarung Kapitel 9, Vers 11 spricht von Apollyon. Ja, also. Ja, ich. Das ist kein Zufall, meine Lieben. Nee. Das ist alles, was ich damit sagen will. Es ist kein Zufall. Ja. Es ist alles irgendwie bestimmt. Ja, und jeder, der also sagt, das ist alles keine satanische Agenda, das ist alles Blödsinn, alles Zufall. Der begreift nichts, aber auch gar nichts vom Geistlichen. Wir müssen uns hier von dem Fleischlichen lossagen. Hier ist der Geist, der mit uns kommuniziert und der sagt, Jungs, hört mal, wenn ich in Offenbarung 9, Vers 11 das schreibe. Und natürlich, die Bibel ist nicht auf die Welt gekommen, eingeteilt in verschiedene Kapitel und Verse, die Bücher. Das hat der Mensch später gemacht. Aber auch da wurde der Mensch von Gott geleitet, sonst hätten wir nämlich solche Fälle nicht. Ja? Es gibt viele, viele Dinge, da müsst ihr mal in Englischen auf Pastor Mike Hoggart gehen, den ich sonst überhaupt nicht anbefehle, weil das ist ein Zukunftslehrer. Aber der hat unglaublich viele Videos gemacht, wo es darum geht, die Bibel mal zu analysieren. Abgesehen davon natürlich, dass wir 66 Bücher haben und die Bedeutung der Zahl 6 und 7 und andere Zahlen in der Bibel, alles ganz wichtig. Aber eben, der legt auch solche Punkte hier, wie zum Beispiel jetzt Offenbarung 9, 11, dass wir hier von Apollyon, von dem Zerstörer sprechen. Ja, und wir sind ja beide 1966 geboren. Ja, da können wir ja nichts für.
Nee, natürlich nicht. Aber der Punkt ist, guckt man sich, ist ja jetzt schön, dass wir die beiden Sachen links und rechts nebeneinander haben, ne? Ja. Wir wissen ja jetzt hier, der heißt in Hebräisch Abaddon, in Griechisch Apollyon, der Zerstörer, und der ist ja jetzt auch benannt in dem Buch der Offenbarung. Und wovon kommt Apollyon? Von Apollo, ne? Ja. So, und wie hieß nochmal die Mission zum Mond? Apollo, dachte ich. Mhm, genau. Die 13. Heißt, war doch die, die missglückt war, ne? Ja, das ist ja jetzt gar nicht, das ist ja noch nicht mal jetzt das Thema, aber wir hatten doch mal diese, Moment, Ton 5 hieß die Rakete. Ich stelle jetzt mal eine doofe Frage und erwarte da überhaupt keine Antwort. Ich will jetzt halt einfach nur mal da draußen mal so die Leute oder unsere geschätzten Zuhörer mal vielleicht mal so ein bisschen flashen. Nee, darf ich ja nicht. Ach Mann, oh. Ja. Die Mondmission. Ja, warum heißt die Mondmission Apollo 11? Warum heißt sie nicht Luna 11? Warum heißt sie nach einem Sonnengott benannt, Apollo 11? Und warum heißt die Rakete Saturn und heißt 5, V? Da hätte ich gerne mal eine Antwort drauf. Und dann haben wir eine Reminiszenz, warum da so eine große Trägerrakete gebraucht worden ist, die ganz viel Feuer gemacht hat. Wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, dann stellt man Fragen, auf die kommen die meisten überhaupt nicht, weil sie halt sich nicht so mit der Religion auskennen, mit der Bibel auskennen und mit diesen ganzen Göttern an alles auskennen. Und der große Vorteil ist, wenn man die ganze Sache auch mit Kiss und alles ganz anders aufrollt, dann stellt man plötzlich Fragen, auf die andere Menschen dann keine Antwort haben, weil diese Frage noch nie aufgetaucht ist. Man hat immer alles geschluckt, man hat immer alles gesagt, ja, die werden schon wissen, was die da machen, was die da tun. Aber wer hat schon mal jemals die Frage gestellt, warum die Mondmissionen nach einem Sonnengott benannt werden? Und Saturn, ja, heißt die Rakete, die damals Werner von Braun da kreiert hat. Werner von Braun, erinnern wir uns, ne, hat dann quasi gesagt, ja, der John Whiteside Parsons, also Jack Parsons genannt, der wäre so der eigentliche Entwickler der Raketentechnologie in den Vereinigten Staaten gewesen. Und von Jack Parsons wissen wir, dass er vor jedem Start seiner Raketen ein Zeremonial gemacht hat und hat den Gott Pan beschwört. Und Saturn heißt die Rakete. Warum heißt die Rakete Saturn und die Mission Apollo, wenn die zum Mond fliegt? Naja, schau dir doch mal die ganzen Namen von der NASA an. Das ist ja bis heute all deren ganzen Satelliten, also diese Entdeckungssatelliten, die sie so gesagt ins Weltall schicken, wovon ich, jetzt mal eben zwischen uns, Michael, die anderen hören jetzt mal eben weg, da glaube ich kein Stück von, da ist nichts von wahr, überhaupt nichts. Das ist nämlich Gott, der das gar nicht zulässt, dass da irgendwas passiert. Wir sind hier auf dieser Erde fest und alles, was die da sonst da rausschicken und euch erzählen, das ist alles purer Blödsinn. Das ist Science Fiction, da bezahlt ihr normalerweise Geld im Kino für, um das sehen zu dürfen. Das ist alles totaler Quatsch, aber all diese ganzen Namen, ich komme jetzt da nicht drauf, aber man kann das ja mal googeln, Liste der NASA-Unternehmungen oder was in der Richtung. Wenn ihr dann euch die ganzen Namen anschaut, das ist alles heidnisch. Mhm. Natürlich, weil die NASA ist eine freimaurerische Organisation. Und ich hatte doch letztens noch in meiner Buchlesung Babylon Mysterien Religion einen kleinen Ausflug gemacht, wo die NASA den Gebrauch des Namens, des Wortes und des Namens Jesu verbietet. Wie du dich vielleicht auch noch erinnerst. Mhm. Naja. Ne? Ja, Alexa ja auch. Ne? Alexa ja auch von Google oder sowas, die kriegt ja auch dann kein Wort raus. Ich hatte auch mal ein Video gepostet, wo, warum Alexa, glaube ich, war das, warum die also nichts über Jesus Christus erzählt. Die weiß alles über Mohammed und Buddha und alles, aber die weiß nichts über Jesus Christus. Ne? Das ist irre. Ja, weil künstliche Intelligenz eben nicht lebt, ne? Kein Leben ja, hat und deswegen keinen Geist hat. Die ist halt so programmiert. Ne? Das ja, ja, die kann das halt nicht verstehen, weil sie keinen Geist hat, ne? Mhm. Und wenn da kein Geist ist, dann ist da keine Intelligenz. Weder künstlich. Ich sag mal so, wer als Atheist nicht an Gott glaubt,
der hat es auf jeden Fall schwerer, viel schwerer zur Wahrheit zu kommen. Denn die Wahrheit ist Jesus Christus in Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, sagt Jesus Christus über sich, der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, und die Wahrheit ist Jesus Christus. Das heißt, wir messen alles an dem Buch der Bibel und an der Wahrheit. Und diejenigen, die halt heute sagen, okay, ich glaube da nicht dran, die mögen sich einfach da mal auf die Hinterbeine setzen und einfach mal überlegen, okay, selbst wenn das alles nicht so wäre, warum sind die ganzen Sachen heutzutage nach griechischen und römischen Göttern benannt? Warum ist der Kalender gefälscht? Warum sind die Monate gefälscht? Ja, es ist so viel verkehrt. Wenn ihr euch mal eine Liste macht von 7 Wochentagen, von Montag bis Sonntag, dann sucht ihr mal den Mittwoch und legt dann mal da die Mitte an und geht dann mal von links und nach rechts und was stellt ihr fest? Ganz einfach, die Woche fängt nicht mit Montag an. Wenn die Woche mit Montag anfängt, wäre Donnerstag, Mittwoch. Es ist so einfach, es ist so simpel, dass meine 10-Jährige da vor mir gestanden hat und gesagt hat, da machen die das ja alles falsch. Ja, machen die. Und das ist eben das, was wir als an der Bibel messen. Und deswegen wissen wir eben, dass der Sabbat halt der 7. Tag ist, und zwar der Samstag. Übrigens, es ist ja in Europa so, dass mit einer DIN, das ist eine deutsche Industrienorm, in den 70er Jahren festgelegt wurde, dass in Europa der erste Tag der Woche der Montag ist. Mhm. So sorgt man dafür, dass Sonntag der 7. Tag der Woche ist. Ja. Und dann in Daniel steht bereits geschrieben, dass der Antichrist denkt, D-E-N-K-T, er denkt, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und genau das ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Und deswegen haben wir diese ganzen Reminiszenzen immer an die heidnischen Götter und an die Planeten und so weiter. Ihr geht bei Saturn einkaufen, eure ganzen Technikkram. Ihr guckt Olympia, was der Sitz der Götter gewesen ist im Griechischen. Ach, ihr habt einen Fackellauf bei Olympia, das ist dann Prometheus. Ihr habt Saturn-Programm bei der NASA, ihr habt Luna-Module, der Tag, der dann freigegeben wird von der Kirche und vom Staat, wo die meisten nicht arbeiten müssen, ist der Sonntag. Darauf kommt der Mondtag und das heißt auch noch Monat und so weiter und so fort. Und es hat immer alles damit zu tun, aber die meisten verdrängen das und glauben eher der Wissenschaft und glauben halt einfach irgendwelchen Schulbüchern. Und dafür gibt es eine tolle Serie bei dem Kanal von Jörg, die heißt diese Evolutionsserie, die er zusammen mit dem Maximilian macht, und das ist auch eine ganz tolle Ergänzung dazu. Und ich denke, wir sind jetzt heute echt von Kiss über Höcksken und Stöcksken über Silvester und Gene Simmons gekommen mit seinem Blutspuckerei und seinem ganzen Feuerspuckerei. Also wie gesagt, das macht er nicht, weil ihm kalt war am 31.12., sondern das macht er halt einfach, weil er sagt, ey, guck mal hier, guck mir ins Gesicht, Baby, ich bin Drache und ich bin gleichzeitig, ich spucke Blut, ich spucke Feuer und ich habe eine ganz lange Zunge. Ich kann halt letzten Endes auch so tun, als wenn ich eine Schlange bin, und ich male mir dann nicht umsonst, male ich mir alles schwarz und habe dann so eine Perücke auf oder lange Haare, alles in schwarz, und bin hier der ganz, ganz böse Bube. Und im Endeffekt macht er das halt alles, weil er dafür bezahlt bekommt und weil er dafür ein sehr, sehr erfolgreiches Leben gehabt hat, und ich möchte mit dem keinen Preis der Welt tauschen, denn ich möchte meine Seele nicht verkaufen für Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Denn meine Seele gehört nur einem, und zwar dem Herrn Jesus Christus, der lebendige Gott, der einzige Schöpfer der Welt und der eben das Licht der Welt ist. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus Christus in Johannes 8,12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherwandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und mit dem Abschiedssatz sozusagen möchte ich jetzt zusammen mit dem Jörg diese Lesung beschließen und hoffe, wir sehen uns euch auch beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt zur 5. Folge von KISS. Bis dahin würde ich mir halt einfach wünschen, lest eure Bibel. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say,
from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us, and who knoweth us? The eyes of the Lord are everywhere, beholding the evil and good. Walk in the light, don't try to hide from the Lord. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us, and who knoweth us?